die ganze Nacht an, als US-Marines bei der Verfolgung von Khalid al-Assad weiter Richtung Hauptstadt vordrangen. Es gibt nur noch sporadische Kämpfe, da sich der Großteil von al-Assads Einheiten zum Präsidentenpalast zurückzieht. Kommando, hier ist Lieutenant Vasquez. Warpig auf dem Weg. Das lassen wir uns nicht entgehen. Hallo sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare. Jetzt gehen wir hier direkt in die Action rein. Wir machen jetzt hier weiter mit den US Marines. Unsere Mission mit Khalid al-Assad ist noch nicht beendet. Aber die gute Nachricht ist, wir haben einen funktionierenden Panzer. Sekunde. Haben die hier keine RPGs? Das sind die. Okay, einen habe ich schon erwischt. Der andere ist schon weg. Ja, achtet auch auf jeden Fall auf die Autos, die können auch hier in die Luft gehen. Ohoho, Donnerwetter. Ja, der Panzer hat's drauf. Spawnen die da etwa unendlich oder? Oder was ist da los? Vorsicht,
Raus, 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 raus. Jungs, weiter vorrücken. Position an der Deckung halten. Over. Roger, unterwegs. Meine Güte. Bereit. Ziel erfasst. Feuer. Bereit. Ziel erfasst. Panzer musste weiter vorrücken. Ich weiß nicht, warum er da stehen bleibt. Da seid ihr. Nagel du sie von hier aus fest. Bravo, rückt ab und flankiert sie von der rechten. Okay, wir haben hier dieses Haus geräumt. Hier ist alles sauber. Ja, hier geht die Sache ordentlich ab. Yeah.
Schießt am besten auf die Autos, damit sie die Deckung verlieren. Hinter dem Gebäude auf 10 Uhr. Sie können angreifen. Over. Verstanden. Da ist er. Ich habe ihn auf Infrarot. Wechsel auf manuell. Feuere. Nice. Jede Menge indirekte Treffer. Jetzt nichts wie raus hier. Komm los. Verstanden, Bravo 6. Also, sind wir jetzt da? Bravo 6, das zweite Platoon ist unterwegs zum Treffen an Ihrer Position. Wie ist Ihr Status? Over. Die wertvolle Ladung ist heil und unterwegs. Wir sind fast bei Schnellstraße 4 und sollten bald Sichtkontakt zum zweiten Platoon haben. Los Jungs, Bewegung. Hier haben wir richtig ordentlich aufgeräumt. Ho, ho, ho. Hier haben wir es denen ganz schön gezeigt. Da ist auch der Hubschrauber. Lieutenant Vasquez, hier Outlaw 25. Die Spezialeinheit ist unterwegs, um Al-Assad zu holen. Wir brauchen jeden Mann, also kommen Sie an Bord. Over. Verstanden. Wir haben soeben Al-Assads Aufenthaltsort herausgefunden. Alle Mann an Bord. Na los! Wir haben eventuell Al-Assad in der Hauptstadt entdeckt. Das erste Bataillon ist auf dem Weg. Aufklärungsdaten des SAS lassen vermuten, dass Al-Assad einen russischen Sprengkopf besitzt. Wir müssen uns beeilen. Noteinsatzteams wurden losgeschickt. Unsere Spezialeinheiten haben den Großteil der Luftverteidigung ausgeschaltet, aber Al-Assads Bodeneinheiten sind noch eine Bedrohung. Sieht aus, als würden wir mit dem vollen Programm angreifen. Wir schnappen Al-Assad und beenden diesen Krieg. Jetzt und hier. Los, Marines! Klar, dann schnappen wir ihn uns. Jetzt gehen wir auf das volle Programm. Wir greifen mit alles an, was wir haben. Alles oder nichts. Wir sehen feindliche Panzer in Palmheim westlich des Flusses. Ups, sorry. Ich wollte die Statue zwar nicht zerstören, aber okay. Und ja, da haben die mich davor auch mit dem Raketenwerfer auch erwischt. Tja, die Reparatur wird ein bisschen lange brauchen, was? Gesessen. Und noch weitere.
So macht es richtig Bock. Okay, dann müssen wir hier mal auch nochmal aufräumen. Hubschrauber. Wir sind's, Captain. Raus hier, bevor sie sich neu formieren. Warte. Verdammt. Meine Güte, wir sind hier eingekesselt oder was? Jungs, weiter vorrücken. Ganz schön vergrammt, diese Mistkerle.
zur Landezone. Bewegung! Jungs, weiter, weiter, weiter. Ich bin schon dabei. Also, wir haben hier ein Problem. Over. Sprechen Sie, Kommando. Das C-Team 6 hat eine mögliche Atomwaffe in Al-Azad-Palast im Westen entdeckt. Nukleare Noteinsatzteams sind unterwegs. Alle zurückziehen, bis die Waffe als sicher eingestuft wurde. Over. Nukleare Waffe, das ist überhaupt nicht gut. Kommen die Feinde. Kommando, ich habe Sichtkontakt mit der Absturzstelle. Ich sehe Schüsse aus dem Cockpit kommen. Bitte erlauben, seine Rettungsaktion einzuleiten. Verstanden, 2-5. Seien Sie vorsichtig. Für den Fall einer nuklearen Explosion sind Sie im Gefahrenfeld. Haben Sie verstanden? Verstanden. Wir wissen, worauf wir uns einlassen. Alles klar, 2-5. Ihr seid dran. Holt den Piloten daraus, wenn ihr könnt. Ende. Wir haben eine Minute. Vorsicht, 2-5. Feinde kommen zur Absturzstelle südwestlich eurer Position. Wir haben 90 Sekunden gedeckt. Geht los, niemand wird zurückgelassen. Jungs, beeilt euch. Gib mir auch schon währenddessen Deckung. Lauf, 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 komm, 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 komm. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, sich zu verdrücken. Over. Ja, das kannst du laut sagen. Sind unterwegs. Outlaw, hier Kommando. Wir haben eine mögliche atomare Bedrohung in der Hauptstadt. Auf jedes Sicherheitsabstand gehen, bis das nukleare Noteinsatzteam die Situation freigibt. Los, los! Raus hier, verdammt, kommt schon. Oh verdammt. Wiederhole. Wir haben. Festhalten, Männer! Gewaltigen Ausmaßes zu sein. Die Berichte sind nur vage und unbestätigt momentan. Der Schaden scheint sich insgesamt bestätigte Meldungen über Verluste. Zu starten war scheinbar eine Atombombe in seinem eigenen Land. Vielleicht der Beginn einer größeren. Mehr als 15.000 Marines waren an der Operation zum Zeitpunkt der Explosion beteiligt. Es gibt keine Bestätigung, ob Al-Assad unter den Opfern des vermeintlichen Selbstmords. Bislang ist noch nicht bestätigt worden, wer und warum die Atombombe gezündet hat. Doch erste Berichte von der Front lassen darauf schließen, dass Khaled Al-Assad Kommandant der Verantwortung. Charlie, 90 Grad Fieber. Hotel Kronen. 90 Sekunden.
Position. Radioaktiver Niederschlag im Umkreis von 12 Kilometern. Epizentrum bei ND058680. Sofortige Evakuierung aller Männer innerhalb der Kernzone angeordnet. Kontaminationszentren werden eingerichtet und sind innerhalb von 2 Stunden voll einsatzbereit. Das Personal wird angewiesen, den IM-90ADU-Dosimeter zu überprüfen und den Grad der Strahlungskontaminierung zu messen. Personen mit stark erhöhten Werten werden aufgefordert, sich schnellstmöglich unter medizinische Aufsicht zu begeben. Feigling, Captain Price. Al-Assad wirkte sich niemals als Opfer. Es gibt ein Versteck in Aserbaidschan, das Al-Assad benutzt hat. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Verstanden, Nikolai. Wir stellen ein Team zusammen. Wir reisen nach Aserbaidschan. Jawohl, Sir. Soll schön dort um diese Jahreszeit sein. Du meine Güte. 15.000, ey. Da ist Kameras, Mann. Na los. Ist im Dorf. Die Ultranationalisten beschützen ihn. Perfekt. Bewegung. Also das mit dieser Atombombe war schon mega, mega schlimm. Wir haben da alle unsere Kameraden verloren. Es sind die Ultranationalisten. Sie töten die Dorfbewohner. Aber nicht mehr lange. Okay. Die wollen die Dorfbewohner töten. Da müssen sie uns erst an uns vorbeikommen. Wieder Hunde. 2-5 hier. Wir müssen auftanken und uns voll bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. Die Luftunterstützung von dem Helikopter hat mächtig gesessen. Wir müssen jetzt ein bisschen warten.
verdammt. Boah, da habe ich gerade mächtig Glück gehabt, dass ich das überlebt habe. Warte, Musin, warte. Ich gebe dir gleich Koordinaten, Sekunde. Gebäude gesichert, los weiter zum nächsten. So, hau da wieder nochmal rein. Wir kümmern uns drum, Ende. Lass dir Zeit. Ich finde es auch richtig voll cool bei diesem Helikopter, dass wenn man ihn an einem Ort hinschickt und sobald er dort auch fertig ist mit den Feinden, dann begibt er sich zu einem anderen Ort, wo die Feinde ebenfalls sind. Das finde ich richtig cool. Weil richtig oft passiert es so, dass die Luftunterstützung genau an diesem Ort einschlägt, wo man es ihm gezeigt hat, und dann verschwinden die. Aber bei dieser Luftunterstützung geht er schon zum nächsten Ort rüber. Damit kann man auf jeden Fall die Sache schon etwas vereinfachen. Geh mal weg. Meine Güte, wie viele von denen habe ich da gerade ausgeschaltet? Bestimmt so über 30 oder so. Mosin 25 hier. Sie sind angriffsbereit und erwarten weitere Anweisungen. Da kommt noch immer mehr und mehr und mehr. Es scheint, als gäbe es da kein Ende von denen.
Verdammt. Hier ist auch alles sauber. Warte. Das sind noch ein paar. Wo kommen die überhaupt her? Haben wir dann nicht die ganzen Häuser da schon längst aufgeräumt? Oder haben die sich da irgendwo noch versteckt? So, Mosin, schnappt sie dieses Haus. Ich hätte da lieber nicht reinlaufen sollen. Abwarten, bis er da alles gemacht hat und dann reingehen. Ich habe mich da zu schnell beeilt. Machen wir das nochmal, aber dieses Mal besser. Kein Problem. Gebäude gesichert. Keine Spur von Al-Assad. Ja, warte noch mit deinem Gesicher. Vielleicht gibt es hier noch ein paar von denen, die sich hier richtig gut versteckt haben. War klar, dass die sich da versteckt haben. Schnapp sie hier. Helikopter ist auf dem Weg. Wir kümmern uns drum. Ende. Schon, wo schießt er da hin, bitteschön? Die haben sich da in dieser Hütte da verschanzt.
2, 5 hier. Wir müssen auftanken und uns neu bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. Hier ist auch alles sauber. So gut, dann prüfen wir mal dieses Haus. Und denk daran, wir brauchen Al-Assad lebendig. Tod nützt dort gar nichts. Da ist der Bastard. Schnapp ihn, Bryce. Warum hast du das gemacht? Woher war die Bombe? Ich weiß nicht. Wer sonst? Ich weiß nicht. Wer? Ich will einen Namen. Einen Namen. Ich will seinen Namen. Sir, das ist sein Handy. Wer war das, Sir? Zakajew. Imran Zakajew.